7 Monate ist es nun her, dass unsere Tochter zur Welt gekommen ist. Seitdem leben wir natürlich auch als kleine Familie mit Mops im Tiny House und möchten in dem heutigen Video erzählen, wie das gemeinsam mit dem Co-Sleeping funktioniert, wir also gemeinsam oben im Schlafloft schlafen, wie viel Spielzeug sie im Tiny House hat und wie wir uns auch als Eltern in unseren Rollen eingegroovt haben, aber eben auch als Paar es schaffen, uns Zeit füreinander zu nehmen. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir sind Anja und Ilan und freuen uns wie immer, dass ihr einschaltet oder eingeschaltet habt. Wir haben dieses Projekt Tiny House vor gut 5 Jahren begonnen. Bestimmt. Und mittlerweile wohnen wir seit knapp 2 Jahren hier in unserem Tiny House, also 1,5 bis 2 Jahre irgendwo dazwischen. Und seit 7 Monaten leben wir hier also quasi zu dritt plus Mops, unseren kleinen Mops Vincent, der ist auch noch hier. Beim letzten Video haben wir ja darüber berichtet, wie die Geburt so lief, wie das überhaupt war vor knapp 7 Monaten, als wir eigentlich eine Hausgeburt geplant haben. Ne? Genau, ja. Und in diesem Video soll es ja darum gehen, eher wie wir uns also quasi als Familie eingelebt haben hier. Ja, und da fange ich an mit der ersten Frage, und zwar mit dem Co-Sleeping. Wie klappt das zusammen als Familie in unserem Bett da oben im Loft? Also das Schlafen auf 1,60 Meter. ja, wie geht es uns dabei? Wie möchtest du direkt erzählen, wie es für dich so ist? Also ich kann nur sagen, gleich vorne heraus, dass es ein anderer Schlaf ist, definitiv. Es ist kein durchgehender Schlaf mehr, sondern es ist ein Schlaf mit vielen Unterbrechungen. Mal wegen des Co-Sleepings, also wegen des Schlafens. Mal erreicht mich halt eine Hand oder mal ein Bein oder dann dreht sie irgendwie, hat sie sich umgedreht. Das gehört dazu, aber sonst muss ich schon sagen, also erholt bin ich trotzdem am nächsten Morgen. Also es ist nicht so, dass wir nicht genug Schlaf haben. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe da einen riesen Respekt vor deiner Leistung, muss ich sagen, weil du ja quasi immer mit deinen Brüsten bereitstehst. Ja, ich sehe es als großen Vorteil. Also jetzt aus Mama-Perspektive sehe ich es als riesigen Vorteil, gleich zur Stelle zu sein. Also wenn sie nachts das Bedürfnis hat, was natürlich auch häufiger passiert, dann kann ich sie sofort stillen. Teilweise muss ich gar nicht groß wach werden, sondern kann das Ganze im Liegen tun und wir schlafen gemeinsam wieder ein. Die Vorstellung, jedes Mal zu einem separaten Kinderbettchen zu laufen, würde in meinem Kopf einfach viel mehr Stress bedeuten. Deshalb ist es für uns jetzt in dieser Situation total super. Ja, es ist deutlich enger geworden und sie wird immer mobiler und kann sich jetzt drehen und bewegen und plötzlich sitzt sie mal. Also die Entwicklung ist gerade echt rasant. Schön, ja. Was ganz, ganz toll ist auch, das zu begleiten und sie da auf dem Weg zu unterstützen. Und sie schläft gut. Sie schläft gut. Ich glaube auch, dass sie sich schon ganz gut an unseren Schlafrhythmus gewöhnt hat. Ja, nachts ist ein anderer Schlaf als tagsüber für sie. Genau. Das wenn sie da einmal wirklich im Nachtschlaf ist. Und wir machen auch, das vielleicht auch dazu gesagt, kein wirkliches Schlaftraining mit ihr, sondern sie schläft, wenn sie müde ist, sie trinkt, wenn sie Hunger hat und sehr, sehr gut, dass wir auch den Sturzschutz, diese Netze, die man auch aus Kindergärten kennt, wir verlinken gerne nochmal das Video, wie das genau ausschaut oder wie wir das für uns gestaltet haben, die sind Gold wert. Also die schenken einem eine enorme Ruhe während des Schlafs auch. Gerade wenn sie plötzlich sitzt und sich dreht oder mal so einen Hechtsprung macht, das passiert jetzt auch schon. Da ist es einfach toll zu wissen, dass sie sich in die Netze schmeißen kann oder hochziehen kann und nichts passiert. Also alles in allem können wir aber sagen, wir haben wirklich Co-Sleeping klappt sehr gut. Ich glaube, würden wir mal in einem größeren Haus leben, könnte ich mir auch gut ein Beistellbett vorstellen oder eben eine deutlich breitere Matratze. Ja, dass man da einfach so ein bisschen, dass wir auch mehr Platz haben, weil ich natürlich auch schon auch sehr eingeschränkt oder sehr, sehr begrenzt liege. Meistens dann auch mit dem Arm nach oben, um eben auch gleich stillen zu können. Und dann muss man sich natürlich auch so ein bisschen einrenken. Also die Schulterschmerzen sind auf jeden Fall dazugekommen. Aber das ist ein wunderbarer Kompromiss. Das nächste Thema ist Thema Spielzeuge im Tiny House. Ne? Ah, ja. Wie viele Spielzeuge hat sie inzwischen oder was haben wir gekauft? Sie hat im Grunde diese Kiste hier. Das ist ihre Spielzeugkiste.
Mit einer Rassel und einer mit und Fühlbüchern. Was haben wir noch? Holzschnitzereien. Mit einem kleinen Beißring. Eine Schildkröte mit einer Glocke. Und womit sie in letzter Zeit auch total gerne spielt, ist einmal mit diesem Holztierchen, auf dem sie gerne rumkaut. Und unseren Matruschka. Also hier eigentlich unsere Cups, mit denen wir in der Küche aktiv sind. Und ich lese ganz gerne auch in dem Picky-Buch, also wie man Kinder spielerisch fördern kann, ohne sich verrückt zu machen, aber einfach mal zu gucken, was steht gerade an, was haben wir vielleicht auch schon zu Hause, was macht ihr Spaß und demnach brauchen wir gar nicht so viel Spielzeug und sie ist total beschäftigt. Passt alles hier rein, also das gesamte Spielzeug sollte hier reinpassen. Und sie sucht es sich auch aus, ne? Ja. Was wir jetzt auch neu haben, ist diese Kosmetiktuchbox, die wir durch eine Holzbox ergänzen wollen. Aber hier sind ihre Waschlappen drin und sie liebt es, wenn sie auf dem Töpfchen sitzt, sich selbst auch die Tücher rauszuholen. Ja. Und das bereitet ihr große Freude. Und seit gestern haben wir die neueste Errungenschaft, eine Babyschaukel. Stimmt. Die hast du mitgebracht. Habe ich gestern mitgebracht, genau, auf dem Heimweg. Und da sind wir auch wirklich... Also wir haben heute das erste Mal geschaukelt zusammen. Ja. Und sie war so begeistert, also dieses Lächeln auch zu sehen, das ist... Das nächste Thema ist dann, wie es uns als Eltern geht. Ich glaube, jeden Tag noch besser in meiner Rolle als Mama anzukommen. Auch wenn ich von vornherein schon dachte, dass das ganz gut funktioniert. Ich glaube, das hat es auch. Wir sind da beide relativ entspannt rangegangen und trotzdem hat jeder ja auch seine eigenen Themen, die einen beschäftigen oder ja doch. Und dieses Alleine-Sein, wenn Ilan arbeiten geht, das kann schon auch belastend sein, gerade als wir noch die dunkle Jahreszeit hatten und es dann schon um 4:30 oder so dunkel wurde. Das war dann ein bisschen hart, auch abends noch so viele Stunden zu warten, bis Ilan nach Hause kam. Aber auch das, also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst nicht vergisst. Und das ist eigentlich gerade meine Aufgabe oder das, mit dem ich mich gerne auch beschäftige oder wenn Ilan da ist und er Ayana dann auch abnimmt, dass ich mir Zeit für mich nehmen kann, auf die Yogamatte zu gehen, mal zu meditieren. Es ist intensiver geworden, also dass man auch mal Zeit für sich braucht oder dass es dann einfach auch einfach schneller schwankt. Also man, also ich brauche das auch, dass ich mal irgendwie... ein bisschen Sport machen kann oder mal rauskomme oder wir gemeinsam als Familie auch mal rausgehen, ne, regelmäßig. Bei mir ist es so, dass ich es eigentlich sehr leicht habe, muss ich sagen, weil ich auch viel unterwegs bin und Anja ist dann an den paar Tagen, wo ich mal, wo ich eben arbeiten gehe, dann auch alleine hier. Das ist, da habe ich einen riesen Respekt vor, muss ich ehrlich sagen. Das merke ich immer dann, wenn ich sie dann über mehrere Stunden auch bei mir habe. Oder mal trage und sie umsorge, dass Anja auch mal wieder ein bisschen Zeit für sich hat. Also da habe ich einen riesen Respekt. Ich freue mich auch immer, abends nach Hause zu kommen. Das ist mit das Allerschönste, wenn diese strahlenden, wunderschönen Augen mich angrinsen. Dieses Papa-Gesicht, Papa! Ja. Und dann sagt sie auch schon Papa. Und oh, das ist, ja, traumhaft. Also das kann man wirklich kaum beschreiben. Und, also klar, würdest du sagen, bist du gut in deiner Papa-Rolle angekommen? Ja, ich bin gut in meiner Papa-Rolle angekommen. Ich möchte sie natürlich dann auch gerne, ich würde gerne noch mehr tun. Ich merke einfach nur, dass da noch bestimmte Grenzen sind. Also ich kann erstmal leider keine Milch geben. Wir wollen das aber auch so handhaben. Wir wollen das jetzt nicht abpumpen oder so, sondern wir möchten das eben, dass sie dann bei Mama auch die Brust sucht und auch bekommt. Wir leben natürlich auch sehr ländlich, das heißt, gerade noch in der kalten, nassen Jahreszeit ist es dann manchmal auch einfach sehr, sehr viel und dann bin ich froh, wenn Ilan nicht arbeiten muss, dass wir was unternehmen, mit dem Auto mal irgendwo hinfahren. Wir haben den Luxus, ein Auto zu haben, aber manchmal wünsche ich mir dann auch noch ein zweites Auto, um dann spontan einfach losdüsen zu können. Mit dem Fahrrad kommt man hier jetzt erstmal nicht so weit. Genau, dann schauen wir einfach, wie wir uns am besten organisieren. Für Ilan ist es dann manches Mal natürlich viel. Er ist dann jeden Tag unterwegs, fährt viele Stunden Auto und dann an seinem freien Tag sage ich, und? Unternehmen wir heute was? Fahren wir mal den Tag über. Schwimmen gehen wir ganz viel, ne?
Na, also, nicht ganz viel, also aber... einmal die Woche wollen wir auf jeden Fall. Also da haben wir uns jetzt die letzten Wochen eigentlich immer geschafft, dran zu halten. Ja, Ayana liebt es zu schwimmen. Sie ist auch schon getaucht und hat es total genossen. Liebt es zu duschen, also sie liebt es zu baden. Sie ist sehr wasseraffin. Das wollten wir noch sagen. Baden, wo wir beim Thema Wasser sind. Ja. Also wir baden sie ja hier. Wir haben eine Wanne gekauft, eine relativ kleine eine Wanne. Eine faltbare Wanne, genau, die ist... Die ist klasse, muss ich echt sagen. Das war so ein toller Kauf, ne? Weil sie hat ganz viel Platz, kann auch ein bisschen planschen ja. und sich auch mal drehen und mit ihrem Entchen dann auch spielen. Sie liebt das Wasser. Und ja. das ist so schön anzusehen und ihr das hier bieten zu können, ist natürlich... Ja, ist für uns auch sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz tolles Teil. Weil man es einfach falten und gut verstauen kann. Es passt perfekt in unsere Lücke, die nicht vorgesehen war, in der Küchenlücke. Aber doch, die war vorgesehen. Da sollten und, eigentlich Trockentücher reinkommen. Und jetzt wussten wir genau, warum diese Lücke noch nicht gefüllt war. Alles, was wir vorher schon hatten, ist jetzt natürlich intensiver geworden. Mhm. Und das Thema Organisation, also auch hinsichtlich der Dinge, die ich mal schnell brauche oder die ich etwas seltener brauche, wo kommen die dann, wo räumen wir sie hin? Ne? Also platztechnisch, dass alles seinen Platz hat hier im Tiny House. Das ist leider, merkt man jetzt durch die etwas intensivere Zeit hier im Tiny House, dass wir eben noch nicht für jeden Gegenstand einen Platz gefunden Immer haben. Immer noch nicht. Und so ja. viel hier von links nach rechts räumen und das macht ja. wirklich was mit dem Kopf. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch die Schaukel, genau. Die ist jetzt noch dazugekommen, aber die kann man auch sehr platzsparend verstauen. Die letzte Frage ist, wie wir das als Paar machen hier mhm. im Tiny House, also wie finden wir die Zeit als Paar? Und? So. Wie finden wir die? Wir nehmen uns die einfach bis zum nächsten Heulen, bis das eben nicht klappt mit dem Einschlafen und dann muss halt einer aufstehen, aber ansonsten machen wir uns hier unser Kerzenlicht an und... Genießen die Zweisamkeit. Genießen auch mal die Zweisamkeit. Ja. Die ersten Monate ist es einfach super, super schwierig, Zeit für sich zu finden. Ja. Und aus meiner Perspektive oder als Mama mit meinen Hormonen und so, da hat es auch dann tatsächlich gar nicht jeden Tag Priorität. Da bin ich Ilan auch total dankbar, dass er das dann auch immer wieder einfordert und sagt, hey, komm doch, wenn sie schläft, komm doch dann nochmal runter. Weil sonst schlafe ich natürlich auch schnell mit ein und bin dann auch erschöpft. Und wir haben das jetzt immer mehr etabliert, dass wir sie früher versuchen ins Bett zu bringen, also einen Schlafzyklus früher, damit wir dann auch einfach nochmal mehr Zeit für uns haben, um hier noch ein paar Sachen aufzuräumen, wegzuspülen, uns zu unterhalten, noch über ein paar Dinge zu sprechen oder uns einfach Zeit füreinander zu nehmen als Paar. Und das klappt. Also klar, nicht jeden Tag, aber... Das Kochen ist ja für uns auch schon was Gemeinschaftliches oder auch mal das Essen zusammen. Ja. Alles in allem können wir sagen, wir kriegen es gut hin. Ich finde, wir machen das ganz gut. Ne? So wie es sich einfach richtig anfühlt. Ja. Ja, wir lassen das so gut wir können eben auch fließen. Wenn ihr jetzt gerade in der Planung seid, als Familie ins Tiny House zu ziehen, keine Angst davor habt, das braucht ihr nicht haben. Am Ende ist es wirklich eine wunderschöne Zeit bis jetzt für uns. Man kriegt alles hin, wenn man es will. Das ist, glaube ich, die Quintessenz. Ja, das sowieso. Und auch bezogen auf die weiteren Videos, weiterhin ohne Rhythmus, wenn wir das Gefühl haben, hey, jetzt ist wieder ein großer Sprung passiert oder wir haben da noch das ein oder andere Thema, über welches wir mit euch sprechen wollen, dann drehen wir das Video für euch, freuen uns natürlich, dass ihr nach wie vor einschaltet, ja. trotz der Unregelmäßigkeit. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe und Gute. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.